einen kurzen Blick hinter die Kulissen des Stranger Things Intros und schauen uns an, wie wir das Ganze in After Effects theoretisch realisieren könnten. Ich weiß jetzt selber nicht genau, ob es tatsächlich auch in After Effects entstanden ist. Die Wahrscheinlichkeit halte ich aber für relativ hoch und auf jeden Fall ist es möglich, das Ganze in After Effects nachzubauen. Wir sehen jetzt hier schon die finale Composition mit den verschiedenen Shots, aus denen dieses Intro besteht und wir sehen jetzt hier schon die Layer, aus denen das Ganze aufgebaut ist. Das schauen wir uns später an. Wir sehen, das Ganze basiert hier auf solchen Pre-Compositions. Also nochmal zur Erinnerung, das ist so ähnlich wie in Photoshop die Smart äh, Objekte. Ich kann also hier mehrere Layer auswählen, Rechtsklick und dann Pre-Compose auswählen. Dann werden die in eine neue Composition gelegt. Das ist eben hier diese Pre-Comp 1 in meinem Fall. Da ist jetzt einiges drin und das ist im Prinzip der Kern der Animation. Wir sehen jetzt, dass hier verschiedene Sachen drin sind. Wir haben hier mehrere After Effects Kameras, die haben wir jetzt so im Kurs noch nicht im Detail angesprochen, aber die sind auf jeden Fall ein Teil der, der 3D-Elemente in After Effects. Dann haben wir hier Spotlights, also Lichter. Wir haben hier irgendwelche Solids, also im Wesentlichen ein Solid, das andere ist ausgeblendet. Diese Datei ist jetzt auch nicht ursprünglich für den Lehrgebrauch gedacht gewesen, aber dann sehen Sie jetzt hier auch einfach mal eine äh, praktische Datei, die jetzt vielleicht nicht super aufgeräumt ist. Bevor ich die jetzt an jemanden weitersenden würde, würde ich die auf jeden Fall noch mal kurz überarbeiten und etwas aufräumen. Wir sehen dann vor allen Dingen das Wichtigste hier unten: der eigentliche Text und hier dieser Composition Stranger Things. unterstrich Yt können Sie sich schon vorstellen, da habe ich einfach von YouTube den Sound mir gezogen, beziehungsweise habe das halt auch als Referenz einfach genutzt, das Original-Intro, um eben in After Effects da möglichst nah dran zu bauen. So was braucht man natürlich nicht, wenn man seine eigenen Intros baut, aber beim Nachbauen ist das natürlich hilfreich, die Originalvorlage da zu haben, um auch das Timing und die Farben etc. hinzubekommen. So, kommen wir aber endlich zur Sache, wie ist das Ganze denn hier aufgebaut? Man sieht hier, der Text, das ist das Wichtigste, und der ist hier ausgeteilt in vier verschiedene Elemente. Warum? Das sehen wir hier am Ende. Und zwar ist das einfach dem geschuldet, wie, dieses, äh, wie dieser Schriftzug hier zusammengebaut ist. Das, äh, das S und das R, die sind ja hier jeweils größer, und dann ist dazwischen halt eben der Rest dieser Wörter, also Stranger Things ist hier so ein bisschen zusammen geschoben und deswegen musste ich halt das S und das R hier als separate Elemente nehmen, damit die eben entsprechend größer sein konnten. Man kann natürlich auch innerhalb von einer Textbox unterschiedlich große Buchstaben haben, also verschiedene Schriftgrößen innerhalb von einem Textelement. Das ist aber dann nachher für die Animation leider nicht so günstig, deswegen habe ich das jetzt hier auseinandergezogen, dass ich hier zumindest diese Einzelelemente habe. Ich habe mir jetzt hier eine Kamera hinzugefügt, die habe ich Viewer genannt. Woher kommt das? Das kommt daher, dass in After Effects es so funktioniert. Wir sind ja jetzt noch nicht so tief eingestiegen, aber bei den 3D-Elementen funktioniert es so. Man sieht das daran, dass hier überall diese kleinen Würfelchen sind. Ich sehe die dann immer durch die Kamera, die gerade... In meinem Layer-System ganz oben angesiedelt ist. Also, wir sehen jetzt, ich bin mit dem Zeitmarker hier bei 50 Sekunden und hier habe ich die Kamera Nummer 2, die ist jetzt hier ganz oben. Wenn ich jetzt eine weitere Kamera hätte, die in dem Layer-System einfach ein Element weiter oben liegen würde, dann würde ich automatisch durch die gucken. Also, es gewinnt quasi immer die Kamera, die ganz oben ist. Deswegen sind die hier auch so auseinander geschnitten, damit die halt immer so nacheinander kommen. Also, hier entsteht jedes Mal ein Schnitt. Und dann wandere ich das hier eben durch von Kamera 1 praktisch dann hier rüber. Die Reihen, also die Nummerierung passt jetzt hier nicht mehr so ganz. Es sind insgesamt acht Stücke. Die letzte ist jetzt bei mir hier Kamera 2. Ähm, aber im Endeffekt, man wandert dann eben hier diese acht Stufen Kamera runter, bis man dann hier eben bei der letzten Kamera ist. Also die Kamera ist animiert und durch die schaue ich jetzt da rein. Wenn ich jetzt aber eben mal was testen möchte und arbeiten möchte, dann... Ähm, kann ich halt hier eben einfach zu meinem Viewer wechseln und ähm, kann den halt einfach hin und her bewegen und dann hier gucken. Jetzt habe ich ja aus Versehen was verschoben, da muss man jetzt natürlich aufpassen und hier oben dieses Kameratool auswählen und dann kann man halt hier eben mal schwenken und sich angucken, was denn hier in 3D gerade passiert. Und man sieht, das ist eigentlich gar nicht so besonders, es sind halt einfach nur diese Textelemente, die hier angeordnet sind, also Letztendlich wäre es im Endeffekt auch möglich, das Ganze in 2D zu machen. Dann kriegt man eben nur nicht so ganz den Look hin. Also es war nur eine, eine Look-Frage, das in 3D zu machen, aber alles, was an Animationen hier passiert, etc., ähm, passiert eigentlich rein auf 2D-Ebene. So, was passiert denn jetzt hier an 2D-Animationen? Ich bleibe einfach mal weiterhin in dem Viewer hier drin, dann können wir den ganzen Text uns hier angucken. Ich zoome auch mal ein kleines bisschen raus. Dann sehen wir hier, diese Elemente. Und dann schauen wir uns erstmal an, was hier auf der Animationsseite passiert. Das ist alles relativ unspektakulär. Das ganze Intro ist ja jetzt auch nicht, ähm, haut einen ja jetzt nicht um, dadurch, dass da so viel passiert, sondern es wird ja in erster Linie Atmosphäre aufgebaut. Die lebt halt eben zum großen Teil von dem Look. Ähm, das schauen wir uns also nachher an, wie man den eigentlichen Look erzeugen kann. Aber auf der Animationsseite passiert hier nicht besonders viel. Man sieht hier, ich habe hier verschiedene Animator, zum Beispiel hier bei dem Wort Things. Die haben wir alle schon in der Übung mit den Textelementen, also Übung 2, haben wir uns das alles schon angeschaut. Da verweise ich an der Stelle auch nochmal auf das Video, was die Textanimatoren etwas genauer behandelt. Da ist das alles drin. Ganz kurz zusammengefasst werden hier eigentlich nur mit diesen Range-Selectern einzelne Buchstaben ausgewählt, die dann anhand ihrer Position verschoben werden. In erster Linie ist das jetzt hier bei Things nach unten, dann eben bei... Trange sozusagen nach oben und äh, das S und das R, die werden nach rechts und links verschoben. Ähm, ich sehe gerade bei Things zum Beispiel, da wird das T auch noch nach links verschoben, das S wird, glaube ich, nach rechts verschoben. Ähm, also zusammengefasst, die Buchstaben werden einfach verschoben. Ähm, ihre Position wird geändert und das Ganze habe ich so gemacht, dass ich natürlich das Wort erstmal so hingeschrieben habe, wie es halt final sein soll. Und ähm, hab dann mit diesen Animatoren hier die Buchstaben von ihrer finalen Position wegbewegt. Und letztendlich äh, wird dann hier jeweils äh, irgendein Amount-Wert. Man sieht das jetzt hier bei diesem Range Selector, der jetzt hier gerade aktiv ist, wird dieser Amount einfach von 100% weggeschoben, reduziert auf 0%. Also 0% bedeutet, ich befinde mich wieder am Original, also am Zielort sozusagen. Und dann ist der Buchstabe eben da angekommen, wo er hingehört. Also, das ist dann einfach nur eine, eine Feeling-Sache, wie lang das Ganze dann sein soll. Muss man natürlich ein bisschen timen, dann auch mit diesen Kamerabewegungen. Aber das ist ähm, von der eigentlichen Technik, die dahinter steckt, relativ unspektakulär. Man muss halt eben nur schauen, dass das Ganze nachher stimmig zueinander passt und die Animationen eben zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Geschwindigkeit hintereinander abgespielt werden. Und das war es im Endeffekt auch schon mit der ganzen Textanimation. Ich habe es teilweise so gemacht. Ich glaube jetzt hier bei dem S, genau, weil S und R ja jeweils einzelne Buchstaben sind, ist da natürlich kein Text-Animator extra drin, sondern da wird einfach dieser gesamte Layer hier mit seiner Position animiert. Das ist aber ja analog zu diesen anderen Elementen. Man hätte natürlich theoretisch auch hier diese beiden, also Trange sozusagen und Things hätte man natürlich auch komplett als Einzelbuchstaben darstellen können und da ja, jeweils die äh, Positionswerte animieren können von diesen ganzen Layern, aber dann hat man eben hier schlagartig 1 2 3 4 5 6 Layer mindestens mal hier für den ersten Teil mehr und dann noch mal 1 2 3 4 5 6 Layer für things auch mehr. Das hat man natürlich dann alles hier in seiner Projektdatei liegen und ja, letztendlich ist es wahrscheinlich einfach eine persönliche Präferenz, ob man das lieber mit diesen Textanimatoren macht. Oder eben mit einzelnen Layern. Ich finde es jetzt so ein bisschen übersichtlicher, ähm, hängt aber natürlich auch davon ab, was man eventuell noch weiter an Animationen machen möchte. Aber hier ist es jetzt tatsächlich soweit alles erledigt. Also man muss hier eigentlich nur eine Handvoll Keyframes für die Positionen setzen. Dasselbe ist bei den Kameras im Grunde auch der Fall. Die Kameras sind einfach an verschiedenen Stellen jeweils positioniert, wenn ich jetzt hier aus dem Viewer nochmal rausgehe. Dann wird jetzt hier automatisch die Kamera 3, ist das jetzt hier in dem Fall aktiv, ähm, dann muss ich natürlich jetzt hier auch nochmal kurz das umstellen ähm, auf Active Camera so, dann wird automatisch immer die oberste ausgewählt, so wie ich das gerade eben schon beschrieben habe, also jetzt hier Kamera 1 und dann kommt der Cut auf Kamera 2 bzw. Kamera 4 und so weiter. Und wenn wir da mal reinschauen, wenn ich jetzt hier auf P drücke, dann sehe ich, dass hier die... Position animiert wurde. Und was man auch sieht, das sind jetzt hier lineare Keyframes, das erkennt man in dieser Diamantform. Das ist extra deshalb gewählt, wir haben ja jetzt so oft diese Easy Ease Keyframes benutzt. Also, wenn ich das hier auswähle und F9 drücke, dass das so aussieht mit so Sandform-Symbolen. Das ist aber insofern blöd, da die Easy Ease Keyframes natürlich immer mit Geschwindigkeit 0. Starten, dann geht es langsam los, wird immer schneller und bremst dann wieder ab, bis die Geschwindigkeit wieder null ist. Jetzt soll das Ganze hier aber immer fließend ineinander übergehen. Also die Bewegung jetzt beispielsweise hier von Kamera 3 soll fließend in die Bewegung von Kamera 4 übergehen, soll wiederum fließend in die Bewegung von Kamera 5 übergehen, etc. Deswegen wäre es doof, da jetzt Easy Ease zu verwenden, da man dann halt immer so einen Stopp vom einen zum anderen ähm, Element hat. Von daher hier einfach lineare Keyframes verwenden. Und wenn ich mich recht entsinne, dann sind hier am Ende, genau, da sind dann Easy Ease Keyframes verwendet worden, weil da soll das Ganze natürlich dann irgendwann ganz ruhig zum Halten kommen. Da brauche ich das, aber ansonsten zwischendrin dann mit linearen Keyframes. Schauen wir mal rein, ob die Kamera hier sonst noch Einstellungen hat. Das ist hier nicht der Fall. Was hier jetzt animiert wurde noch mit, ist der sogenannte Point of Interest. Das kommt daher, dass die Kamera selbst, das muss man sich in etwa so vorstellen, die guckt immer zu diesem Point of Interest. Und äh, diese Position, die ich hier animiere, das ist sozusagen äh, meine Hand, mit der ich die Kamera in der Hand halte. Und wenn ich jetzt anfange mich zu bewegen, dann schaut die Kamera trotzdem automatisch immer zu diesem Point of Interest. Und dementsprechend muss ich jetzt hier beides animieren, damit die Ausrichtung der Kamera gleich bleibt. Das ist jetzt hier in dem Fall ähm, uninteressant, da, die, da jetzt hier die Ausrichtung tatsächlich keine Rolle spielt, aber bei diesen seitwärts- und aufwärtsbewegungen, also wie das jetzt beispielsweise hier der Fall ist, würde das, wenn man nicht beides animiert, sonst dazu führen, dass die Kamera halt schwenkt. Ähm, stellen Sie sich also vor, Sie gucken irgendwas an und bewegen dann nur den Körper nach links, gucken aber trotzdem weiterhin darüber, dann müssen Sie natürlich Ihren Kopf drehen. Und genau das ist das, was halt hier passiert, wenn ich diesen Point of Interest nicht mit äh, animiere. Das merkt man aber relativ schnell, wenn man diese Animation einfach mal selbst in Zügen nachbaut. Also hier wird einfach beides animiert. Eine Alternative wäre, die Kamera in ein Nullobjekt zu packen und dann einfach dieses Nullobjekt zu bewegen. Dann ist es egal. Ähm, dann wird das sozusagen ausgehebelt, dieses Prinzip. Aber das ist soweit äh, das Vorgehen hier für die Animation der Kamera. Also einfach Point of Interest und die Position animieren und hier eben in dem mittleren Teil nur mit linearen Keyframes. So, was ist jetzt noch hier in der Precomp drin? Da sind jetzt hier noch Lichter drin. Die sind jetzt eigentlich nicht so äh, entscheidend ähm, hier in dieser Precomp scheinbar. Die machen aber nachher sehr viel aus, wenn man es direkt mit dem Original vergleicht. Also wenn man es jetzt einfach nur so rausrendern würde für sich alleine, sieht es auch ohne diese Lichter schon ganz gut aus. Aber wenn man es eben mit dem Original-Intro vergleicht, merkt man halt, dass man an diesen Lichtern halt nicht vorbeikommt. Und die machen, wenn wir jetzt hier mal genau hingucken, die machen hier diese Helligkeitsunterschiede aus. Das ist sehr subtil. Also man sieht jetzt hier bei dem N zum Beispiel, dass dieser untere Teil hier hell ist und der obere Teil ist dunkel, genauso wie hier bei dem G. Und äh, das macht aber nachher einen Großteil des Looks aus. Wenn ich die Lichter jetzt hier mal alle ausschalte, dann sieht das Ganze einfach so gleichmäßig aus, wenn ich dann hier in die finale Composition reingehe, dann sieht man, das sieht trotzdem gut aus. Also das ist okay. Aber wenn man es eben direkt neben das Original hält, dann sieht man, dass da eben noch so leichte Unterschiede drin sind, die dem Ganzen noch ein bisschen mehr Textur äh, und Griffigkeit verleihen. Also ähm, auf solche Details achten und versuchen die eben entsprechend irgendwie zu realisieren. Und ich habe es jetzt hier in dem Fall einfach mit Lichtern. Gemacht. Das Schöne ist, dass das dann auch egal ist, wie die Buchstaben sich bewegen. Die Lichter, die strahlen halt einfach in eine bestimmte Richtung. Und wenn die Buchstaben dann so rein animiert werden, dann läuft eben auch dieser Lichtverlauf während der Animation schön über diesen Buchstaben hier hinweg. Also, so, so dass am Anfang nur ein Teil beleuchtet wird, dann wird eben mehr beleuchtet und eventuell bewegt sich der Buchstabe dann auch wieder aus diesem Lichtkegel heraus. Und das erlaubt halt interessante Lichtspiele, die dem Ganzen halt dann seinen Look verleihen. Gut, wenn wir jetzt hier mal ganz nah ranzoomen und hier uns mal so durchbewegen, dann sehen wir hier so leichte Texturelemente, die machen auch einen Teil des Looks nachher aus. Gerade wenn wir jetzt hier mal auch im Finalen dann mal ranzoomen, wenn ich hier mal noch etwas näher rangehe, dann sieht man hier so auch ganz subtil diese leicht äh, schimmernden Texturelemente. Die eben auch das Ganze einfach griffiger machen und deutlich interessanter optisch wirken lassen, als eben einfach nur eine durchgängige konstante Farbe. Und das ist erreicht mit einem Fractal Noise, den haben wir uns ja jetzt auch schon mal angeschaut in einer Übung. Der ist hier auf diesem Black Solid drauf. Und wenn ich da mal in die Effekteinstellungen reingehe, die sind jetzt hier gerade verschwunden, dann muss ich ja mal gucken: Effekt Controls. Dann sehe ich eben hier ist ein Fractal Noise drin, den haben wir direkt in der ersten Übung bei dem Mr. Wissen to Go Logo schon verwendet. Und ähm, der ist jetzt eben hier drin, der ist nicht animiert, der ist einfach nur konstant, da geht es einfach nur darum, dass der da ist, jetzt mal ganz plump gesagt. Vielleicht können wir uns den hier auch anschauen. Ich muss einmal hier den Mode umstellen, der ist nämlich hier auch noch in einem speziellen Modus, da sage ich gleich noch was zu. Aber schauen wir uns den mal an. Das hier ist also dieser Fractal Noise, einfach hier diese, diese rauschenden Punkte. Und die werden jetzt eben über die Buchstaben, die im Hintergrund liegen, gelegt. Und zwar hier im Modus Silhouette Luma. Und dann, wenn ich hier mal auf T drücke, mit einer ganz geringen Deckkraft. Das führt dazu, dass, wenn ich die Deckkraft jetzt hier mal auf 100 Sätze und wir hier uns das Transparency Grid mal einblenden lassen. Das führt letztendlich dazu. Silhouette Luma funktioniert so, dass alle Layer, die darunter kommen, in ihrem Alpha-Kanal beeinflusst werden. Und das bedeutet, dass überall da, wo dieser Fractal Noise schwarz ist, der Alpha-Kanal von den darunter liegenden Elementen sozusagen auf null gesetzt wird. Also die Deckkraft wird auf null gesetzt. Funktioniert also wie eine Maske. Und ähm, da, wo der Fractal Noise weiß ist, bleibt die Deckkraft der Elemente erhalten. Also, ich schneide damit im Endeffekt hier aus diesen Textelementen was aus und ähm, könnte damit sogar hier komplette Stücke ausblenden und wegmaskieren, je nachdem, wie der Fractal Noise jetzt gestaltet wäre. Das wollte ich jetzt natürlich nicht in dem Maße, deswegen reduziere ich hier einfach diese Deckkraft auf 11% waren es jetzt hier in dem Fall. Und das bedeutet dann eben, dass die Deckkraft eben nicht komplett auf Null reduziert wird, sondern halt eben einfach nur ein bisschen verringert wird, was wiederum dazu führt, dass ähm, einfach nur die Helligkeit von diesem Rot hier beeinflusst wird. Und das wiederum ganz am Ende hat dann eben einen Einfluss auf das äh, Erscheinungsbild hier von dem Text und wie äh, diese Glühelemente dann zum Beispiel damit interagieren. Das also. Weitestgehend jetzt hier zu, dem, zu den Hauptelementen, also eine ganz simple Textanimation, ganz simple Kameraanimation, einfach nur ein bisschen hin und her fahren. Ähm, vier Spotlights ähm, platziert, das sind alles 3D-Elemente, also wenn ich hier zu den Modes mal wieder wechsle, man sieht also hier die Texte, das sind alles 3D-Elemente. Hier dieses Black Solid muss auch ein 3D-Element sein, damit es eben ähm, von den Kameras entsprechend richtig wahrgenommen wird. Ansonsten haben sie nämlich das Problem, dass der Fractal Noise scheinbar nicht auf die 3D-Bewegung der Kamera reagiert. Und das Ganze zusammen geht dann hier in diese Final Composition rein. Man sieht, das ist jetzt hier dreimal verwendet worden. Und das Schöne ist jetzt eben, dadurch, dass es eben diese Pre-Composition ist, kann ich jetzt hier beliebige Änderungen vornehmen und das habe ich dann hier direkt dreimal schon fertig. Also ich muss dann nicht jede Änderung, die ich hier mache, dann noch zweimal weiter an an dem und dem machen, sondern das bezieht sich ja jetzt alles zusammen auf die gleiche Pre-Composition. Schauen wir also mal, was hier passiert. Ich habe hier einmal einen Hintergrund, dieses Dark Gray Solid, das ist also im Endeffekt einfach nur schwarz, aber nicht, nicht ganz schwarz, sondern eben so minimal über 0% Helligkeit sozusagen. Dann haben wir hier Pre-Comp Blur, habe ich das genannt. Das ist also im Endeffekt eines der Hauptelemente. Schauen wir da einfach mal kurz rein, wenn ich das hier... In Solo-Darstellung mir anschaue, sieht das so aus. Sieht nicht besonders schön aus, trägt aber seinen Teil zum Look mit bei. Hier passieren eine ganze Menge Sachen auf einmal. Schauen wir uns die mal nacheinander an. Also ohne Effekte sieht es so aus. Einfach nur die Precomp, so wie wir sie gerade gesehen haben, durch Sicht eben aus einer dieser 3D-Kameras mit den ähm, Spotlights, die jetzt hier eben für ein bisschen mehr Helligkeit im rechten Teil des Bildes sorgen als links. Wenn ich jetzt das Levels hier drauf anwende, da passiert eigentlich nicht besonders viel. Da wird einfach nur hier im RGB-Bereich das Gamma ein bisschen verändert. Also letztendlich der Kontrast wird hier beeinflusst. Exposure ist ein Effekt, der die Helligkeit steuern kann um 1,5. Äh, in dem Fall hier, also es wird einfach deutlich heller, was man hier sofort sieht. Dann liegt hier eine Displacement Map drauf. Die Displacement Map, schauen wir da mal kurz rein, die benutzt jetzt hier einfach die, den originalen Text, also einfach, es referenziert sich mehr oder weniger selbst und nimmt dann die Luminanzwerte, also die Helligkeitswerte, um Pixel hier jetzt zu verschieben. Und zwar nur in Y-Richtung sieht man hier bis maximal 25. Also bis maximal 25 Pixel werden jetzt hier einzelne Elemente verschoben. Und man sieht ganz gut die Folgen davon, wenn man hier mal ein bisschen reinzoomt. Und sich jetzt hier diese Linie anguckt. Wenn ich die Displacement Map ausschalte, ist hier alles gerade. Wenn ich die anschalte und das ist jetzt wiederum diesem Fractal Noise geschuldet, dann wird das alles hier so ein bisschen ausgefranst. Gibt also dem Ganzen schon einen deutlich raueren Look und ähm, wir steuern halt schon so ein bisschen auf den finalen Look zu. Dann wird hier ein Box Blur drauf angewendet, der ist schon relativ Intensiv Radius 3, also alle Kanten werden hier aufgeweicht. Aber das Schöne ist dadurch, dass ich eben vorher diese Displacement Map hatte. Ich zeige mal, wenn ich das ausschalte, dann sind diese Blur-Kanten also hier alle super gerade. Wenn ich das einschalte, dann ist das alles hier noch so ein bisschen verschoben und unregelmäßiger. Dann wird hier nochmal ein Blur-Effekt drauf angewendet. Das ist der Radial Fast Blur. Der blurrt, also der verwischt praktisch aus der mitte heraus also elemente die im linken teil des bildes sind werden nach links verwischt und elemente die im rechten teil des bildes sind werden nach rechts verwischt super hilfreich gibt den effekt als ob hinter dem text eine lichtquelle wäre die jetzt hier so lichtstrahlen erzeugt die halt nach vorne weg ähm, in den nebel sozusagen rein leuchten ähm, das ist also der Sinn dieses Radial Fast Blurs. Hier sieht man es auch nochmal. Hier ist der Blur auf der linken Seite und hier ist der Blur jetzt auf der rechten Seite. Da drüber liegt nochmal ein Blur, um das Ganze nochmal sowohl nach rechts und links als auch nach oben und unten zu verwischen. Also wir machen im Endeffekt einfach nur alles wieder ein bisschen unscharf. Da drauf liegt jetzt tatsächlich auch nochmal ein Fractal Noise. Das sieht man jetzt hier ganz gut, wie der wirkt. Der ähm, gibt also dem Ganzen wieder so ein bisschen mehr Textur. Und darauf liegt noch ein Tint-Effekt mit 70% Helligkeit. Also der färbt dann nochmal den Fractal Noise ein, da der hier immer mit Schwarz-Weiß eben entsteht. Und ähm, man sieht, wenn ich das Tint wegnehme, dann habe ich halt hier alles in Weiß sehr hell. Das sieht natürlich nicht so aus, wie ich das haben möchte. Es soll ja alles rot sein, deswegen den Tint da drauf dass das Ganze mal wieder ein bisschen zurückgeholt wird auf das Rot, was ich eben haben möchte. Ich habe es jetzt hier nur mit 70% gemacht, also es muss nicht komplett rot sein, aber so, dass wir eben jetzt hier diese Flecken, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, drin haben. Die sind, wie gesagt, sehr subtil, sind aber wichtig. So, da drauf liegt dann nochmal diese Pre-Composition. Einfach nur mit einem Fast-Box-Blur, der sehr stark ist, hier mit 95%. Pixel oder beziehungsweise am Anfang ist sogar noch mehr. Man sieht, der da ist es jetzt sogar so, der ist animiert. Am Anfang ist es ganz viel und hier am Ende schauen wir mal, da sind es nur noch fünf Pixel. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie nah jeweils die Kamera an dem Text dran ist, damit das eben nicht zu viel äh, verwischt, je nachdem. Man sieht jetzt hier ist die Kamera ganz nah dran, da ist der Blur Radius auch ganz groß und das Ganze nimmt dann halt mit der Zeit ab. Das Ganze hat einfach den Hintergrund, das soll letztendlich so eine Art Nebel darstellen, wo der Text reinleuchtet. Und da wir keinen tatsächlichen Nebel in irgendeiner Art und Weise hier haben, machen wir das halt einfach hier über dieses Blur. Und man sieht ja auch schon, dass es so ein bisschen nebelartig aussieht. Und damit man aber trotzdem den eigentlichen Text scharf erkennen kann, liegt der jetzt hier nochmal komplett ohne irgendwelche Effekte auf dem Ganzen drauf. Natürlich auch mit Alpha-Kanal. Das sieht man jetzt hier, wenn man... Das Transparency Grid einblendet. Also das hier ist einfach nur unsere Pre-Composition ohne alles. Und darunter lege ich dann eben diesen ganz breit verwischten Text und dann diesen nicht ganz so stark verwischten Text, der aber auch diesen Fractal Noise hat. Und dann hat man eigentlich schon fast den Stranger Things Logo-Look fertig. Hier sind jetzt noch ein paar... Adjustments Layer drauf. Also Adjustments Layer ist einfach ein Layer, der keine eigenen Bilder sozusagen hat, sondern der ist einfach nur ein Träger für Effekte. Da habe ich jetzt hier zweimal so eine künstliche chromatische Aberration erzeugt. Das möchte ich jetzt nicht im Detail auch noch erklären. Das können Sie einfach mal googeln. Chromatic Aberration heißt das, wie man das in After Effects macht. Einfach nur ganz kurz, das ist einmal der Set Channels Effekt und der Lens Effekt und dann dieser ganze Adjustment Layer hier im Leiten Modus. Können Sie mal ausprobieren? Das sorgt dafür, dass hier an den Seiten so ein paar Farbfehler in Anführungszeichen entstehen, wie sie normalerweise bei einer echten Kamera entstehen würden. Und das gibt dem Ganzen halt einen leicht realistischeren Look. Auch wenn das jetzt hier nur eine Textanimation ist, aber trotzdem trägt das zum Look bei. Dann passiert hier am Ende noch einmal kurz eine Farbkorrektur. Also das Ganze wird ein kleines bisschen aufgehellt. Wir sehen, Einfach so, so ein Pop reingebracht, dass es ein bisschen knalliger wirkt. Schauen wir uns das nacheinander an. Dann haben wir einmal hier Hue Saturation. Da wird einfach nur minimal hier was geändert. Den Effekt könnte man jetzt im Nachhinein wahrscheinlich sogar rausnehmen. Dann Exposure. Der ist hier ganz wichtig. 1,55 Stufen wird das ganze hier erhält. Und dann noch einmal ein Fast Box Blur. Der aber wirklich hier nur mini, mini, minimal. Das war glaube ich ein Problem, wenn ich mich recht entsinne, mit den Textkanten, die hier sehr scharf ähm, gewirkt haben und dadurch ein bisschen deplatziert irgendwie aussahen. Und deswegen ist hier so ein minimaler Blur drauf, damit das Ganze ähm, etwas aufgeweicht wird. Man sieht am Anfang ist es sogar noch ein kleines bisschen mehr, äh, weil man da eben so nah an dem Text dran ist. Es kann auch sein, dass das mit dem Fractal Noise zusammenhing. Das kann ich jetzt so im Nachhinein leider nicht mehr ganz erklären. Aber hat sicher seinen Hintergrund. Wenn man hier hinschaut, man muss schon reinzoomen, um es zu erkennen, aber wenn man es weiß, dann ist es halt da, dann sieht man, dass hier eben so eine leicht ausgefranzte Kante ist, ohne diesen Blur, und die kann man jetzt hier mit so ein kleines bisschen verstecken, um wirklich noch so den letzten Schliff zu geben, und damit ist das Ganze dann praktisch fertig. Hier wird jetzt einmal mit einem Adjustment-Layer noch eine Vignette draufgelegt, die ist auch animiert, und die Idee davon ist vor allen Dingen nachher noch... Dass die in den letzten Sekunden, wenn ich mich recht entsinne, auch alles hier ausblendet. Und gerade mal gucken, genau. Hier sieht man das, wenn Sie mal auf die Werte der Vignette achten. Die hat jetzt hier nur eine Stärke von 10 und ein Angle of View von 45. Also die ist hier, können wir auch mal einzeln uns anschauen, die ist hier kaum spürbar, dass die hier irgendwo auftaucht. Aber wenn wir jetzt hier mal weiter rüber gehen, Ah, die funktioniert jetzt natürlich, glaube ich, nur, wenn wir hier auch ein Bild drunter haben. Ja, kann ich jetzt leider so als Adjustment Layer nicht zeigen, aber glauben Sie mir das einfach, wenn Sie hier die Werte sehen. Letztendlich wird hier halt einfach alles schwarz gemacht, aber eben nicht einfach so insgesamt, sondern es geht von den Rändern aus kreisförmig nach innen. Und wenn ich jetzt hier einfach mal so Frame by Frame oder sagen wir mal so Sekunde für Sekunde durchgehe, dann sieht man jetzt gleich, wie das Logo hier in so einem Kreis eingehüllt wird und dann hier recht schnell verschwindet. Hier sieht man es jetzt noch ganz gut, dass hier der Rand eben schon ausgeblendet wird. So, damit hat man also das Stranger Things Logo soweit aufgebaut. Und wenn man das Ganze verstanden hat, dann kann man natürlich eben hingehen und sein eigenes Logo daraus nachbauen. Man sieht jetzt hier quasi das Gleiche nochmal, also hier auch wieder diese ganzen Kameras. Ich klappe die ganzen Elemente hier mal ein. Also wir haben hier auch wieder diese acht Kameras, wir haben hier die Buchstaben und so weiter. Das ist wirklich eins zu eins aus der vorherigen Komposition kopiert. Auch die Lichter hier oben etc. Und auch das ist jetzt in einer Hauptkomposition drin, die auch wieder natürlich genauso aussieht mit den Vignetten, mit diesen Adjustment-Layern und diesen Blur-Geschichten. Und äh, einfach nur der Text ist jetzt hier verändert worden. Und dann haben wir jetzt hier also unseren Kurs Motion Design einfach mit dem Stranger Things-Logo dargestellt. Das können Sie natürlich jetzt auch für Ihre eigenen Designs nutzen.